Vor wenigen Monaten hat Janin Ullmann noch mit ihrer Let's Dance-Teilnahme gehadert, jetzt kann sie sich über einen großartigen zweiten Platz freuen. Gemeinsam mit Tanzpartner Zsolt-Sándor Cseke zaubert sie im großen Finale große Gefühle und eine Power-Performance auf Tanzparkett, die Jury und Fans gleichermaßen begeistern. Am Ende stiehlt er jedoch allen die Show. René Kesseli übertrifft sich zusammen mit Katrin Menzinger selbst und geht als Dancing Star 2022 von der Bühne. Für Janin absolut verdient, was René da gemacht hat, das ist nicht von dieser Welt einfach. Wieso die 40-Jährige nach dem Finale sogar richtig erleichtert ist und wie es für sie in der nächsten Zeit weitergeht, verrät Janin uns im Video. Janin Ullmann hat sich ihren Kindheitstraum bei Let's Dance erfüllt. Schon als Kind hat Janin davon geträumt, Tänzerin zu werden. Doch aus gesundheitlichen Gründen musste sie ihren großen Traum mit 12 Jahren verwerfen. Jetzt, fast 30 Jahre später, wird ihr Kindheitstraum bei Let's Dance endlich wahr. Ob stark, verletzlich, sexy oder elegant, die 40-Jährige hat in den letzten 12 Wochen unterschiedliche Facetten gezeigt, sich emotional geöffnet und ihr Herz auf der Tanzfläche gelassen. Von den Zuschauern und der Jury wurde die Wahnsinnsentwicklung jetzt mit dem zweiten Platz belohnt.